So, willkommen zu einem neuen Video über das Thema Notnahrung im Winter. Ja, heute wird es um den Brombeerstrauch, genauer gesagt um die Blätter der Brombeere, des Brombeerstrauches gehen. Denn meiner persönlichen Erfahrung nach wissen die meisten gar nicht, dass man tatsächlich auch die Blätter und nicht nur die Beeren essen kann. Und um das gleich schon mal zu klären, wann ihr die finden könnt, die steht 365 Tage im Jahr zur Verfügung und das ist dann einfach ideal für das Thema Notnahrung im Winter. Ja, wo könnt ihr diese Pflanze finden? Also die Antwort ist da auch ganz einfach: überall. Also einfach überall. Ja, das ist auch schon für die Pflanzenwelt teilweise zum Problem geworden, weil diese Pflanze einfach sehr invasiv ist und viele andere Pflanzen verdrängt. Aber für uns als Thema Notnahrung, ist das natürlich sehr wertvoll. Und ja, also ich denke, selbst der Desinteressierteste, was Natur angeht, hat sicherlich schon mal einen Brombeerstrauch gesehen, weil die wirklich überall wachsen. Also an Gehwegen, in Parks, mitten im Wald, wo ich hier bin. Also ich bin abseits jeglichen Waldweges und ich finde selbst die hier relativ häufig. Also die wächst so gut wie überall. Ja. Und naja, gut, es gibt Leute, die gucken ja nur auf ihr Smartphone, laufen gebückt durch die Gegend und die haben vielleicht doch noch nie einen Brombeerstrauch gesehen. Die werden dann auch schnell mal überfahren, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das Thema Verwechslung ist natürlich wichtig. Könnt ihr die Pflanze mit irgendeiner giftigen Pflanze verwechseln? Und da ist die Antwort auch ganz einfach: nein. Ihr könnt sie natürlich verwechseln, aber nur mit ungiftigen Pflanzen. Das heißt, ihr könntet sie mit den Blättern der Kratzbeere oder der Himbeere verwechseln, die aber genauso essbar sind. Und ihr könntet sie höchstens noch mit Arten, ja, mit Unterarten der eigenen Art verwechseln. Also, aber die sind eben auch alle essbar und die sind sogar so schwer zu unterscheiden, dass sogar die meisten Botaniker große Schwierigkeiten haben, die ganzen Brombeerarten voneinander zu unterscheiden. Ja. Aber na gut, wäre das Thema auch geklärt. Ja, kommen wir mal jetzt noch zu der Heilwirkung. Das ist nämlich auch sehr interessant bei der Pflanze. Vor allem für eine Überlebenssituation, vor allem für ja, Leute, die sich dafür interessieren. Bushcrafter zum Beispiel wäre das eine sehr wertvolle Information. Und zwar soll die unter anderem blutstillend wirken und auch gegen Durchfall helfen, was in einer Überlebenssituation natürlich sehr wertvoll sein kann, obwohl der Körper durch Durchfall ja Fremdkörper rausspült, die ja nicht reingehören. Aber da muss man halt abwägen. Hat man die Möglichkeit, so viel Flüssigkeit zu opfern, um die Bakterien rauszuspülen, oder hat man... Ja, steht man kurz vor Verdorsten, ja, und kann sich einfach keinen Flüssigkeitsverlust durch Durchfall leisten und wirkt man dann mit den Blättern der Brombeere dagegen. Aber ich denke, wir hier in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, wir können uns höchstens am Wasser vergiften, aber so oft wie es hier regnet, findet man immer genug zu trinken. Naja, unter anderem soll die noch gegen Halsschmerzen helfen. Und was ich sehr interessant finde, die soll auch für die Stärkung des Zahnfleisches gut sein. Ja, und was den Geschmack angeht, der ist meiner Meinung nach sehr intensiv. Also jetzt guckt wahrscheinlich auch gerade ein Kollege zu. Ich grüße dich. Der hat mir gesagt, dass er den Geschmack überhaupt nicht intensiv findet. Aber mich hat der Geschmack weggehauen, muss ich sagen. Aber ja, das ist dann wohl einfach Geschmackssache. Ja, probiert's mal aus. Der Geschmack ist auf jeden Fall interessant, finde ich. Und ihr könnt sie natürlich ja, als Tee verwenden oder auch roh essen. Das ist völlig egal. Ihr müsst nur halt ein bisschen aufpassen. Geh mal ein bisschen heran kurz. Das an der Rückseite der Blätter. So, da sind auch bei den kleinen Ästen hier, da sind auch noch winzige Stacheln teilweise drin, aber die tun nicht mal beim Anfassen weh. Die pieksen nur höchstens ganz leicht. Aber da sollte man drauf achten. Ja, und zu empfehlen ist, die älteren Blätter, die schmecken ein bisschen ranzig. Zu empfehlen wäre, sich doch an die kleineren zu halten, wie zum Beispiel hier. Die schmecken einfach angenehmer. Ja, und naja, ansonsten wäre noch zu sagen, dass ihr die Beeren von ja, Mitte, Ende Sommer bis Anfang, Mitte Herbst finden könnt, aber das ist ja jetzt nicht das Thema des Videos. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.